Hallo und herzlich willkommen zu einem neues Video von mir. Ich habe schon lange erzählt, dass ich eine Verlosung machen möchte. Ich habe jetzt nun endlich die Gläser hier vor mir. Ich möchte sie euch gerne mal vorstellen. Mein Schriftzug, mein Name, ein schönes Blatt und da oben eine Hand, kann man das gut erkennen, eine Hand mit einer Pflanze drauf. Die Gläser definitiv, die sehen anders aus wie das letzte Jahr. Es wären wieder drei Gläser. Ich habe hier noch das vierte Glas, das ist ein Probeglas. Ich muss mal schauen, ob ich vier Gläser verlosen werde oder ich werde es nur als Probeglas da behalten. Mal schauen, muss ich mal schauen. Wie gesagt, was da für eine Gewürze diesmal reinkommt, werde ich diesmal in der Verlosung nicht verraten. Die werde ich bald preisgeben, wann es losgeht. Ich werde es so wie letztes Jahr machen. Ihr habt ungefähr eine Woche, zwei Wochen Zeit, es zu lösen ungefähr, würde ich jetzt sagen. Entweder ihr meldet euch über Instagram, TikTok oder über meine E-Mail-Adresse, wie ihr möchtet. Und ja, ne, also ganz üblich, ne, die Gläser. Und zu diese Gläser habe ich noch was richtig Cooles. Möchte ich euch natürlich auch zeigen. Von den drei Gläsern kriegt dieses Jahr eine schöne Autogrammkarte von mir. Die werde ich zusammen mit das Gewürzglas, was ihr verlost, also gewonnen habt, meine ich, eine schöne Autogrammkarte dazu bekommen, dass das denn so ankommt hier. Und ich denke mal, diejenigen, die das Glas gewinnen, kriegen dieses Jahr auch eine schöne Autogrammkarte von mir, unterschrieben von mir. Ein paar neue Gewürze habe ich schon vorbereitet, aber sagen werde ich nicht, was da reinkommt, aber lecker bleibt's. Jedenfalls das nächste Punkt, meine Anzucht läuft vorzüglich. Ich werde euch mal ein paar Bilder mit reinstellen. Hier oder hier werde ich euch mal ein paar Bilder mit reinstellen. Die Tomatenanzucht werde ich jetzt demnächst auch zeigen euch. Ja, es sind etliche Pflanzen, die dabei sind, die ich selber auch noch nicht kenne. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr happy. Mal gucken, was dieses Jahr für mich, dieses Tomatenjahr sagt. Mit vieles Einkochen und. Ich bin mal sehr gespannt. So, meine Lieben, und nächster Punkt. Ich möchte euch meinen neuen Schlüsselanhänger mal zeigen. Mit einem schönen Karabinerhaken. Ist, ja, wie soll ich es zeigen? Es ist schön aus Metall. Hört man richtig? Na, ich halte es hier an dieses Probeglas mal ran. Man hört das, dass es aus Metall ist. Ne? Und einen schönen Schlüsselanhänger. Oben Selbstversorger, unten Sandro beidseitig. Es ist nur ein Probe-Schlüsselanhänger. Ne, es ist nur ein Probe, da kommen nachher noch ein paar Logos rauf. Entweder hier oder hier, muss ich erstmal schauen. Jedenfalls, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich gerne mal anschreiben über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Ich werde euch die hier einblenden oder unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse auf sowas habt, schicke ich sie euch gerne zu, werde ich euch gerne vermitteln. Keine Frage. Denn habe ich noch eine tolle Karte, möchte ich ja, ich habe es mal in die vielen Videos mal erwähnt, dass ich so einen Verkaufsstand mal machen möchte, so ein mit Gemüse, dass sich jeder was nehmen kann, nicht so wie ein Laden vollgewuchtet, aber ein paar Tomaten, so was weiß ich, 4, 5, 6 Stück oder so und dann mit so einer Kasse, wo man reinschmeißen kann, was weiß ich, 1 Euro oder so, ne? Und ja, da habe ich eine schöne Flyerkarte. Ist auch machen lassen, habe ich mir das. Also ist super mit mein Logo, mein Name. Das ist übrigens, wie ihr seht, auch mein neues Logo, dass ihr das jetzt seht. Also demnächst hängt bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok mein neues Logo. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ein schöner Schriftzug. Ne? So wie ich schon gerade gesagt habe, Internetadressen, TikTok, Instagram und YouTube. Das ist für meinen kleinen Mini-Verkaufsstand, so ein kleiner Flyer, was ich so anbiete oder welche Interessen ihr alle so habt. Ne? Denn das Coole ist, meine Lesezeichen. Also das ist der Mega-Burner. Guckt euch das mal an.
Ich hoffe, man kann die richtig gut erkennen. Auch mit mein neues Logo, mit einer schönen Farbe, Name. Ne? Denn das zweite Lesezeichen ist wieder anders. Richtig, richtig toll. Auch wieder mit mein neues Logo, Schrift, Name und Blätter und alles so. Wie gesagt, falls ihr Interesse auf diese Lesezeichen habt, könnt ihr mich natürlich auch bei Instagram, YouTube oder bei TikTok oder bei meiner E-Mail-Adresse natürlich anschreiben. Ich werde sie euch unten alles, eine Videobeschreibung, alles verlinken oder hinschreiben. Ja, und die junge Dame, das ist eine richtig gute, gute Freundin von mir, die hat das für mich angefertigt. Ich werde euch mal, wenn ihr Interesse auch habt, da werde ich euch definitiv die Verlinkung auch dahin stellen. Da könnt ihr gerne auch bei Instagram und bei YouTube. Sie bastelt vorzügliche Sachen. Es ist eine tolle Dame. Ihr könnt gerne auch mal da vorbeischauen. Wie gesagt, das ist das, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Was in die Gläser hier kommen wird, werde ich nicht verraten, hatte ich ja schon mal gesagt. Aber ihr könnt definitiv gespannt sein auf meine nächste Anzucht von meinen Tomaten. Bin ich selbst gespannt. Ich habe jetzt dieses Jahr Luffergurke das zweite Mal dabei. Ich habe jetzt auch endlich Ölkürbis habe ich jetzt endlich dabei. Den Spaghetti-Kürbis habe ich auch dabei. Ich bin so happy. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was so Schönes dieses Jahr herauskommt. Also ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was so die Ernte dieses Jahr ergibt. Und nicht vergessen, bleibt schön dran bei meinem Langzeitprojekt. Das ist ein super Langzeitprojekt, kann ich nur jedem empfehlen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kommt vorbei bei TikTok, bei Instagram, gerne mal was reinschreiben oder mich anschreiben auf meine E-Mail-Adresse. Ich werde euch definitiv immer zurückantworten. Ansonsten wünsche ich euch schon mal frohe Ostern. Habt tolle Feiertage. Ich wünsche euch was. Euer Selbstversorger Sandro. Tschüss, euer Selbstversorger.